Wir sind sehr zufrieden mit Andreas Patz. Er ist ein akribischer und ehrgeiziger Trainer, der auch menschlich gut passt zum FCC. Diese Worte stammen von Sportdirektor Tobias Werner, der so schnell wie möglich mit Patz verlängern will. Heute zollt der 38-Jährige aber erstmal seinem Kollegen Ingo Kalisch Respekt, der seit 33 Jahren bei Rathenow an der Seitenlinie steht. Das soll es dann aber auch gewesen sein mit den Gastgebergeschenken. Jena von Beginn an offensiv eingestellt, Eisele findet aber keinen Abnehmer und dann geht's ganz schnell in die andere Richtung. Lukas Will heute wieder mit von der Partie bei den Optikern, die auswärts noch kein Spiel gewonnen haben, aber schon 10-mal unentschieden, unter anderem bei Lok Leipzig und in Chemnitz. Also ganz schlecht ist Rathenow nicht. Und guck mal hier, 6. Minute und Will macht das 1:0 für die Brandenburger. Schon sein 9. Saisontreffer und einer, bei dem Lukas Sedlak im FCC-Tor keinen Stich sieht. So hat sich das Andreas Patz sicher nicht vorgestellt. Da muss sich schnellstens was ändern. Und in der Tat wirkt der Gegentreffer wie ein Weckruf für Jena. Viel geht heute über die linke Seite, wo Maximilian Kraus wieder wirbeln darf, der hier von Wolfram den Ball bekommt. Kraus mit der Flanke in die Mitte und dort steht Fabian Eisele, der Stürmer, der da stehen muss und macht in der 15. Minute das 1:1. Saisontreffer Nummer 17 für Jenas besten Stürmer und Vorlage Nummer 3 für Maximilian Kraus, der Eisele hier schön in Szene setzt. Nun hat der FCC alles im Griff und Rathenow wird von Minute zu Minute unsicherer. Der Abstoß von Hiemann kommt postwendend zurück zu Österhellweg, der den Ball schön durchsteckt auf Maximilian Wolfram und der hat keine Mühe, auf 2:1 zu stellen. Auch schon sein 11. Saisontreffer und Wolfram kann sich vorstellen, in Jena zu bleiben über die Saison hinaus, wenn es nicht nur um die goldene Ananas geht, sondern der Kader auch für höhere Ansprüche reicht. Ob Rathenow dann noch in der Regionalliga spielt, ist ungewiss. Auch wenn man sich bemüht, aus Jena was mitzunehmen, Emir Sedovic mit einer ordentlichen Torannäherung. Doch das Spiel macht ansonsten nur noch Carl Zeiss Jena. Wieder über den agilen Kraus, dessen Flanke Eisele diesmal nicht so gut verwerten kann. Doch Österhellweg setzt nach und Fabian Eisele versenkt den Ball unter die Latte zum 3:1 für den FCC. Aufgelegt vom besten Jenaer Torvorbereiter Maximilian Österhellweg, denn das hier ist schon sein Assist Nummer 12 in dieser Saison. Und die erste Halbzeit ist noch nicht rum. Österhellweg mit schönem Zuspiel auf Kraus, der Rest ist bekannt. Flanke in die Mitte, wo diesmal Wolfram völlig ungedeckt ist und es steht 4:1. Kurze Zweifel noch, doch der Schiri-Assistent bestätigt, Rathenows Sedovic kann den Ball erst hinter der Linie klären. Noch dazu mit der Hand, er bleibt aber von Sanktionen verschont. Und Jena hat immer noch Bock auf mehr Tore. Auch Österhellweg möchte nun langsam mal eins machen. Doch Hiemann reißt hier gedankenschnell noch die Arme hoch und verhindert so das 5. Gegentor. Mittlerweile ein munteres Scheibenschießen auf sein Tor und Österhellweg kriegt noch eine Chance. Diesmal nach Zuspiel von Kraus, doch wieder ist Hiemann der Sieger in diesem Privatduell mit Österhellweg. Der noch nicht weiß, ob er in Jena bleibt. Aber das Halbzeitergebnis, das ist bekannt und eindeutig. Deshalb wechselt Rathenow zur Pause gleich 3-mal durch. Denn noch mehr unter die Räder kommen will man hier nicht. Auch wenn das Spiel weiter nur in eine Richtung geht. Alle Mann Richtung Optikstrafraum. Österhellweg schon wieder mit der Vorlage für Kraus, der aber an Hiemann hängen bleibt. Längst könnte es 5 oder 6:1 stehen für den FCC, der aber trotz des Chancenwuchers immer weitermacht. Wolfram zu Österhellweg. Der Ball kommt über Umwege zu Maximilian Kraus und jetzt hat's geklappt. Weil Langner unfreiwillig auflegt für den Jenaer Stürmer, der sich diese Chance zum 5:1 nicht entgehen lässt und damit sein persönliches Torekonto in dieser Saison auf 7 erhöht. Ja, und dann kommt auch mal wieder was von den Gästen aus Brandenburg, die heute verlieren werden, das ist klar, aber wie hoch ist die Frage? Zeit genug wäre noch für den einen oder anderen Treffer und Pistol hat hier eine gute Gelegenheit, die aber Sedlak im FCC-Tor zunichte macht. Optik Rathenow gibt also trotz des klaren Rückstands nicht auf und wird nach 70 Minuten dafür belohnt. Schöner Steckpass auf den eingewechselten Januario und der trifft im Aprilio zum 2:5 Anschluss.
Letztendlich aber nur ein weiterer kleiner Schönheitsfehler aus Thüringer Sicht, dieser Gegentreffer. Denn Jena macht auch nach zahlreichen Wechseln immer offensiv weiter. Leon Bürger bedient Patrick Scheder, der aber leider kein Stürmer ist, wie man hier sieht. Da war deutlich mehr drin für den jungen Mann mit der Nummer 16. Doch Hiemann kocht ihm das Wasser ab. Aber wenn es schon als Torschütze nicht klappt, dann ja vielleicht als Torvorbereiter. Kluger Pass von Scheder auf Alexander Prokopenko und der macht in der 88. Minute das halbe Dutzend voll für Jena. Leider wird Prokopenko Jena im Sommer verlassen, das hat er schon angekündigt. Doch heute sorgt er mit dafür, dass der FC Carl Zeiss und seine Fans einen souveränen Sieg feiern dürfen gegen Rathenow. Ja, ist immer positiv, wenn man das Heimspiel erfolgreich gestaltet, auch die Tore schießt, 6 Tore. Das ist uns die Saison noch nicht so gelungen, deswegen sind wir froh, dass wir jetzt auch mal Tore nachgelegt haben und können da jetzt mit einem guten Gefühl nach Chemnitz fahren. Ja, und was ist jetzt mit der Vertragsverlängerung? Wann kommt die Unterschrift, Herr Patz? Ach, das gehört jetzt nicht hierher. Wir sind in Gesprächen, wir sind im Austausch und alles andere dann zu seiner Zeit. Heute ist erstmal die Zeit, den zweithöchsten Saisonsieg zu feiern mit 6 Eiern, die man Rathenow ins Nest gelegt hat. Stefanie.